Dann kommen wir jetzt auch schon gleich zu Figur Nummer 4. Naja, sind wir hier in der Hocke. Ne? Falls ihr noch nicht zu warm seid oder es frisch runtergeht, seid erstmal in der Hocke, versucht die Fersen runterzukriegen. Wenn es nicht geht, geht ihr einfach nur hin und her. Ich sende meine Knie immer vor und zurück. Roll durch das Fußgelenk. So, bounce. Versuche mich rund zu machen. So, dann machen wir einmal noch ein Bein runter, dann das andere Bein runter und dann wieder so auch aufstellen. Erst das linke, dann das rechte. Ich helfe mich natürlich mit den Händen, stütze mich erst ab, dann bringe ich das hier weit runter, dann das nächste, puh, wieder hoch. Machen wir nochmal zweimal. Tick, tick and up, and up. Natürlich meinte ich jede Seite zweimal. Na, hopp. Hopp, öffnet schön ein bisschen die Hüften. Hopp, hopp. So. Dann gehen wir mal in die Hände. Ihr könnt so abstützen, so oder so. Ich mache ja meistens immer ganze flache Hand, dass unseren Fingern nichts passiert. Das ist ein bisschen sicherer, aber ihr könnt auch die Finger dadurch stärken und kräftigen. So. Gehen wir mal ein paar Mal hin und her mit den Händen über die linke Seite und an die rechte Seite. Zur linken Seite, zur rechten. Ich zeige das mal von vorne und von hinten. Schön rüber. Ihr rollt durch die Füße, so wie es passiert. Lasst das Gewicht immer von einem auf den anderen übertragen. Dort je nach links, dort je nach rechts. Okay, dann zeige ich das nochmal hier. In diese Richtung. Dann gehen wir hier einmal rüber. Ich zeige das gleich nochmal. Und zwar haben wir die Hände jetzt immer so abgesetzt. Jetzt ist es aber die Aufgabe, dass wir die so absetzen. Und dadurch, dass wir hier so absetzen, kommt gleich der Fuß mit und macht einen Schritt. Der andere kommt nach und wir setzen den gleich unter den Körper. Also nicht lang machen. Hopp. Und dann geht es wieder zurück. Hab hier das gleiche, nicht linke Hand körpernah, sondern körperfern. Überholt also die rechte Hand und dann kommt linke Fuß, rechter Fuß. Und wieder zurück. Hopp. Tack, tack. Und hopp. Tack, tack. So, das ist die erste Variante, die Figur 4 flach, also low. Und Figur 4 high ist, wenn wir den Po einmal ablisten. Ab. Und runter, wenn wir die Beine sozusagen einmal strecken, Knie durchstrecken. Hoch und runter. Was uns dabei sehr, sehr hilft, ist, dass wir den Kopf nicht anspannen und nicht nach oben, also hier zum Boden gucken, sondern den eher locker lassen. Geh mal in die Hände, Kopf mal fallen lassen, mal schütteln, versuchen locker zu machen. Bin fast umgefallen. So, jetzt geht's hier rüber. Hopp, Kopf locker, Schritt, Schritt, Beine strecken, zurück. Also es ist immer ein Wechsel von Up and Down, eine Wippe von Steißbein und unserem Kopf. Und hopp, hopp. Dann machen wir jetzt mal viermal A und viermal B. Das heißt viermal Low, viermal High. Und dann war's das schon mit Figur Nummer 4. 4, genau. Und vier Low. Einmal. Und zurück. Und drei. Und vier. And up. Lockerer Hals. Hopp. Viel Spaß dabei.